Adi Schatz, alles Gute. So, willkommen wieder. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein neues Adventskalender-Türchen. Adi und der Adventskalender. Wir fangen direkt an mit Adi seinem Türchen. Heute Türchen Nummer, ich glaube, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heute Türchen Nummer 8 vom Zoo Royal Kalender, wo immer ein bisschen Trockenfutter drin ist. Das siehst du hier, Adi. Das ist das Trockenfutter. Ein kräftiger Biss in die Tüte. Und jetzt natürlich das Tütchen aufmachen. Bin mal gespannt, ob heute in dem anderen wieder ein Spielzeug drin ist. Wir haben jetzt zwei oder dreimal hintereinander Essen gehabt oder Snacks. Mal sehen, ob das nächste Spielzeug da ist. Den Rest gebe ich dir jetzt hier erstmal wieder rein, dass ich schon mal das nächste Tütchen holen kann. Von eurem gesponserten Kalender aus der Community wird hier auch die 8 geöffnet. Ich weiß nicht, wieso ich heute so komisch rede, aber das ist egal, darum geht's nicht. Und es ist ein Spielzeug. Guck dir das an, da ist ein kleiner Gummiball. Guck mal, Adi, ein Gummiball. Magst du diesen Gummiball? Ja, da kann man auch reinbeißen, genau. Man kann ihn bestimmt aber auch nehmen und kann ihn einfach, pass auf, in die Wanne feuern. Hui, nun fliegt der Ball weg und die Katze hat den Ball. Jetzt müsstest du nur noch genau mit der Pfote dagegen und dann so richtig viel Spaß haben. So. Hast du richtig viel Spaß? Er versucht immer zu dem Ball zu beißen oder auch zu essen. Tu den doch nochmal rummachen. Ja, im Mund, genau. So sieht das super aus. Darf ich dann nochmal hin, Monsieur? Guck, wie der Ball nochmal wegfliegt. Und dann zack, da hat er eine. Das hätte die Fußballmannschaft hier von Deutschland und dann wären die gar nicht mehr überhaupt. Ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Ich habe auch keine Ahnung vom Bier. Deswegen werden wir jetzt einfach noch das Türchen aufmachen vom nächsten Adventskalender. Ich merke schon wieder, dass mein Mund wehtut. Immer noch hier. Genau hier. Nicht schwer heben, haben sie gesagt. Die wussten wohl nicht, dass ich... Hallo, der Herr. Die wussten wohl nicht, dass ich einen Bier-Adventskalender habe. Ich tue es jetzt mal da rein. Der hat den Ball eben mit hochgenommen mit seinem Mund. Die 8 ist hier oben drin. Wir machen direkt mal die 8 auf. Wir legen den Ball jetzt hier hinter. Adi, was machst du? Wo ist der Ball? Ich sehe nicht, du hast den Ball versteckt. Da ist der Ball. Dann nehme ich dir den nochmal weg und tue den wieder hier oben rein. Da kann ich dich die ganze Zeit ins Waschbecken reinscheuchen. So, wir haben hier ein Steamworks Dry Hopped Weizenbock mit 9%. Da brauchst du gar keine Schmerztabletten mehr, das betäubt auch so alles. In einem ziemlich urigen Design, aber ist jetzt wieder mal nicht so meins. Hat wieder so ein richtig pappiges Etikett. Der Stöpfel, der sieht ja noch gut aus, der ist so richtig schön orange. Und kräftig steht hier auch Steamworks, dann ist hier so wie ein Heißluftballon. Jetzt sagt ihr, das ist ein Gärkessel, ne? Ich hab da vollstes Verständnis für. Hier fliegt ein Hubschrauber rum, ist eigentlich ein Bierfass mit einem Propeller, der da wegfliegt. Und da fliegt noch einer, dann ein Kran, da Flaschen. Das ist also eine ganze Brauerei, aber aus Bierelementen zusammengebaut. Steamworks Dry Hopped Weizenbock. Sehr künstlerisches Etikett, künstlerisch angehaucht. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, aber mir gefällt es halt trotzdem nicht so sehr. Obwohl es ja eigentlich durch das Gelbe, es ist ja eigentlich hell, es ist ja eigentlich fröhlich.
Komm, für das Design und die Idee dahinter geben wir eine 3 von 5, aber für mehr reicht's nicht, weil mir das zu altbacken ist. 3 von 5 für dieses Design, da steht auch das große W oben auf der Fabrik drauf. Hier ist noch ein Baum, alles, also das hat was. Ich will es ja nicht schlecht reden, komplett. Es hat was, aber es hat für mich halt nicht das. Ne? Es hat was, aber nicht das. Jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, ob da noch was Wichtiges steht. Nein, steht's nicht, nur die Zutaten. Das erste Bier, wo hinten keine großartige Beschreibung noch mit draufhängt, schenkt man mal ein, dieses Weizenbock. Müssen wieder so gucken in die Kamera, dann den Rest versuchen wieder in einem Haps hier reinzufüllen. Schaum ist uns komplett egal, wer braucht schon Schaum? Wir wollen das Bier im Bierglas haben. Und wenn sich dann eine Schaumkrone bildet, haben es wieder nicht geschafft, da ist immer noch ein Rest übrig. Ich sehe schon, dass es gleich hier runterhängt. So, Farbe ist sehr hell. Ist sehr, sehr, sehr trüb. Also das ist so trüb. Ich glaube, das ist das trübeste Bier, was wir bis jetzt hatten. Ich muss leider kurz was von dem Schaum wegnehmen. Es saut mir sonst das ganze Glas zu. Also sieht sehr verwaschen aus. Dieses perlige, was da hochgeht, erkennt man kaum. Ist jetzt was, was mir nicht gefällt. Sieht halt auch aus wie Spülmittel. Ich würde hier für die Farbe, glaube ich, einen Punkt geben. 1 von 5. Ich brauch's klar. Ich brauch's kräftig. Ich brauch's wunderbar. Der Schaum ist eigentlich ganz krass. Der bildet sich nämlich die ganze Zeit nach. Ich habe den getrunken, aber der kommt schon wieder hinterher. Den müssen wir gleich nochmal abtrinken. 1 für die Farbe. Ne? Willst du auch mal probieren? Also Geruch hat Adi gesagt 0 Punkte. Wir gucken auch mal. Riecht süß. Riecht irgendwie nach Eisen. Also wenn ihr so Blut geleckt habt, wenn ihr euer eigenes Blut schon mal getrunken habt, ne? Und das hat so hohen Eisenanteil, sagen die immer, da riecht das so wie das Blut. Irgendwie eisig, aber irgendwie auch ein bisschen süß gleichzeitig. Ich würde für den Geruch auch eine 3 geben, weil es ist ja Geruch da, du nimmst den förmlich wahr, aber der Geruch, der da ist, finde ich jetzt, ist so eine Mischung aus gut und schlecht. Ich kann mich also nicht entscheiden, deswegen bleibe ich bei der 3 für zwischendrin. Dann kommen wir noch zur Kostprobe, wenn wir nicht nur Schaum nehmen, sondern wirklich mal das ganze Bier. Ich habe gesehen, in diesem Heftchen steht ja extra jeder einzelne Punkt erklärt, wie man den einzelnen Punkt bewerten kann, bewerten muss, bewerten soll und auch beim Trinken, beim Geschmack, wie man das angeht. Ich nehme immer einen kleinen Hieb, sag dann, was es ist und schütt mir den Rest rein. Ich glaube, selbst der Geschmackspunkt ist in 3-4 Phasen unterteilt, aber ich bin ja hier Biertrinker und kein Bierkenner, ne? Das überlasse ich dir, Jenna. Deswegen probieren wir mal. Also obwohl es halt wirklich schlimm aussieht, ist es eigentlich gar nicht bitter. Ich habe gedacht, das ist jetzt richtig bitter, richtig Spülmittel, aber es hat eher eine leicht säuerliche Note. Säuerlich? Ja. Ist aber auch wieder schnell weg. Also ist was, was man einfach reintrinken könnte, ohne dass man groß das Gesicht verzieht. Ich muss es einfach nochmal probieren. Schmeckt zum größten Teil einfach wie ein Weizen. Weizen finde ich ja meistens auch sehr angenehm. Wäre nur bei Pilzexport, die sind immer so, boah, die sind immer so schwer im Magen und die stoßen immer so an ihre Grenzen. Weizen finde ich, kann man eigentlich immer gut trinken. Das schmeckt eigentlich wie fast normales Weizen. Dass es ein Weizenbock ist,
Und so viele Prozent, hat 9%, merkst du nicht raus. Ist aber trotzdem irgendwann bemerkbar, sicherlich, wenn man genügend davon trinkt. Das ist irgendwie positiv anzusehen. Ich würde hier für den Geschmack sogar dieses leicht säuerliche, ist typisch Weizen, das stört mich jetzt nicht ganz so sehr, würde ich sogar 4 von 5 Punkte geben für das Weizenbock, weil das würde ich sogar nochmal trinken. Da würde ich sagen, jetzt hier, komm, schenk nochmal ein, ich habe noch Zeit, ne? Ich muss erst um 2 zum Zahnarzt, ich habe noch Zeit, schenk nochmal ein. So können wir das machen. Also, 4 von 5 auch hier für den Geschmack, aber weil es von der Farbe so extrem abgekackt hat, ist es halt leider nicht so hoch gerankt, obwohl der Geschmack eigentlich immer das Entscheidende sein müsste, wenn ihr das in Bierglas sowieso hingestellt bekommt. Was interessiert euch denn dann aufs Etikett? Und wer riecht schon an seinem Bier? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der am Bier gerochen hat. So, ich trinke das jetzt noch. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und heute muss ich sogar noch ein zweites Türchen drehen, was ihr dann morgen seht. Aber das wisst ihr ja nicht. Das ist Management, wenn man immer 5 Tage nicht da ist und immer vorproduzieren muss. Also Prost, schon mal Vorfreude auf das zweite Bier. Das Get.